Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. Also, zunächst einmal muss ich sagen, ich habe, das kommt für mich, das ist aber mein Verschulden, das kommt für mich etwas unerwartet, weil Bruder Hamza hat mich gebeten, dass ich einen Vortrag halte und ich habe das erst spät, diese Nachricht bekommen. Ist aber, wie gesagt, mein Verschulden. Ich hätte mich darum kümmern sollen. Sodass ich wenig vorbereitet oder gar nichts vorbereitet habe, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir so im Auto ein paar Gedanken gemacht, was ich vortragen kann. Aber wir kriegen das schon hin. Ich rede sowieso immer viel zu viel. Man kann daraus vielleicht einen Vortrag machen. Wer weiß. Also das Thema, worum mich Bruder Hamza gebeten hat, ist Mahdawiyat. Also Mahdawiyat an sich. Wir können natürlich auch, wenn ihr wollt, also man könnte Mahdawiyah eher, es wäre besser vielleicht, wenn wir Mahdawiyah vorbereiten. Wenn ihr wollt, mache ich das jetzt, so fange ich so ein bisschen an, wie sowas wie ein Trailer. Aber wenn, bitte so eine Einleitung, genau. Oder wenn ihr wollt, wir können auch, wenn jemand eine Frage hat, damit, also lieber darüber einen Vortrag halten, wenn ein Bruder eine Frage hat, dass wir das Thema behandeln. Weiß nicht, wollt ihr, dass ich sowas wie eine Einleitung zu Mahdawiyah mache oder beides? In Kombination zu Dajjal. Können wir gerne machen. Dajjal. Also hier sind einige Leute mitgebracht. Dajjal ist eine Sache für sich, das müssen wir breit, sehr, sehr breit. Hä? Klar. Wir haben das gemacht, aber Hamza hat gesagt, dass du das individuell gar nicht starten kannst, wie du es selbst. Deswegen meinte ich auch, Dajjal ist eine Geschichte, also eine Sache für sich, das sollte man auf einer anderen Ebene behandeln. Man sollte sozusagen, das muss sehr umfassend gemacht werden. Dajjal ist ein Thema, was einfach so jetzt in einem Vortrag unvorbereitet nicht möglich ist. Es würden da sehr viele Missverständnisse entstehen. Deswegen ist es besser, wenn man das, ich habe das sowieso vorgehabt, aber das muss man vorher vorbereiten, weil es spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Sehr viele Faktoren. Das ist nicht einfach so getan, paar Hadithe und das ist der und der und das geht nicht. Deswegen ist es besser. Wir machen heute Mahdawiyah und der Bruder hat auch eine Frage gehabt. Dann können wir das auch behandeln. So, also Mahdawiyah. Was ist Mahdawiyah? Ist Mahdawiyah etwa ein paar Hadithe in ein paar Hadithbüchern rumblättern oder ein paar Eckdaten von Imam Mahdi aufzuzählen, wie alt er ist, wer sein Vater war, wer seine Mutter war, wie er heißt? Das ist nicht Mahdawiyah. Mahdawiyah ist was anderes. Mahdawiyah, die aufgehende Sonne, der Vorgang der aufgehenden Sonne ist Mahdawiyah. Die Geburt eines Menschen ist Mahdawiyah. Der Zyklus der Natur ist Mahdawiyah. Wenn das Wasser den Ozean verlässt, hinaufsteigt in den Himmel und da wieder kondensiert und als Regen zurückfließt in den Ozean und auf dem Weg zum Ozean, macht er das Land fruchtbar. Das ist Mahdawiyah. Nicht umsonst schlägt Gott Beispiele im Koran aus der Natur und sagt dann, wahrlich darin sind Zeichen für die Nachdenkenden, für die Denkenden. Und darin, diese ganzen Vorgänge, diese ganzen natürlichen Vorgänge sind alles Beispiele für das Vorhaben, beziehungsweise das Prinzip, das göttliche Prinzip. Darin sind Beispiele, darin sind Zeichen. Es ist nicht einfach nur das fließende Wasser. Es ist nicht einfach nur das Lächeln einer interpretieren können. Wir sind Schiiten und wir sind diejenigen, die den Koran sozusagen überliefert bekommen haben. Und wir wissen, dass der Koran die Quelle sämtlicher Wissenschaften ist, sämtlicher Wahrheiten. Und gerade wir müssten die führende Rolle in den Wissenschaften auf der Welt. Denn was ist denn Wissenschaft? Wissenschaft ist das Verständnis der Schöpfung. Indem man versteht, wie die Schöpfung funktioniert, weiß man, erkennt man das Prinzip Gottes. Wie gesagt, Gott bringt immer wieder Beispiele aus der Natur und sagt, darin sind Zeichen. Das heißt, das Verständnis der Natur. Wir Muslime dürfen überhaupt nicht Angst vor dem Wort Natur haben. Viele haben Angst vor diesem Wort, weil sie denken, das ist ein Gottesersatz. Das ist ganz und gar nicht so.
Natur ist ein Geschöpf an sich. Und indem wir dieses große Geschöpf verstehen, verstehen wir das Göttliche. Und das hängt unmittelbar mit der Wissenschaft an sich zusammen. Naturwissenschaft. Ich bin schon seit ich 10 Jahre alt bin, mache ich das schon für mich selbst. 2 Jahrzehnte jetzt. Und ich habe nichts in den Wissenschaften erkannt, was gegenüber dem Islam steht, sozusagen als Widerspruch. Gibt's nicht. Es ist nur bestätigend. Und wir als Schiiten, wir als jene, die die Rechtsschule von Imam Sadr, der Gründer des Schiitentums, wir beanspruchen für uns, dass wir den Koran repräsentieren, mehr als jede andere Gruppe. Und der Koran ist die Quelle aller Wissenschaften. Deswegen sind wir sozusagen die Repräsentanten, müssten wir sein, der Wissenschaft. Sind wir aber nicht. Sind wir nicht. Fast alle Religionen auf dieser Welt sind fortgeschrittener als wir, leider. Fast alle. Die Hindus in Indien sind fortgeschrittener. Die Christen sind sowieso fortgeschrittener. Die Juden sowieso. Alle führenden Positionen in allen wissenschaftlichen Bereichen auf der ganzen Welt, die Top-Position, die Spitzenposition der Wissenschaftler sind bestückt von jüdischen Wissenschaftlern. Ist das etwa Schiitentum? Sind wir etwa die Anhänger von Imam Sadr alaihi salam? Derjenige, der Meister der Wissenschaft war in seiner Zeit, er hatte ganz kurz Zeit gehabt, die Phase, wo sich die Abbasiden sozusagen stabilisieren wollten und etwas Freiraum den Ahle Bayt, also Imam Sadr und Imam Bukhari gegeben haben. In dieser Phase hat Imam Sadr gewaltiges Wissen istikhraj gemacht, sozusagen herausbefördert, ans Tageslicht gebracht. Einer der Dinge war zum Beispiel, nur als Beispiel, jemand fragte Imam Sadr, wieso ist die Sonne hell und scheint und ist warm? Was ist da, wieso scheint die Sonne? Imam Sadr sagte, weil sich dort etwas in etwas anderes verwandelt. Ein Stoff verwandelt sich in einen anderen Stoff. Erst durch Einsteins Relativitätstheorie hat man erfahren, diese E gleich mc Quadrat, also Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Erst dadurch hat man erfahren, wie die Sonne funktioniert. Nämlich, die Sonne besteht hauptsächlich aus Wasserstoff. Wasserstoff hat ein Proton im Kern. Das ist das einfachste Atom, das kleinste, nämlich nur ein Proton im Kern. Stoffe unterscheiden sich im Prinzip nur darin, wie viele Protonen sie im Kern haben. So, das heißt, das kleinste Atom, das einfachste Atom im gesamten Universum ist das Wasserstoffatom mit nur einem Proton im Kern. Das zweitgrößte ist Helium, hat 2 Protonen im Kern. Ich könnte zum Beispiel aus Wasserstoff könnte ich Gold herstellen, indem ich einfach gucke, wie viele Protonen hat Gold im Kern. Und dann würde, wenn ich genug Energie anwende, könnte ich so viele Protonen mit dem Wasserstoffkern verschmelzen lassen, sodass die gleiche Anzahl wie Gold entsteht, dann ist Gold raus. Dann entsteht Gold raus. Man braucht aber hohe Energie. Das heißt, die Stoffe unterscheiden sich im Prinzip nur darin, wie viele Protonen sie im Atomkern haben. Was passiert in der Sonne? In der Sonne besteht eigentlich aus hauptsächlich Wasserstoff. Aber weil der Druck durch die enorme Masse und Gravitation so hoch ist, entsteht Hitze. Durch diese Hitze und durch diesen Druck, was ist Hitze? Hitze ist im Prinzip die Bewegung der Teilchen. Das heißt, je schneller sich die Teilchen bewegen, desto wärmer ist es. Deswegen kann es beinahe unendlich heiß werden, weil die Geschwindigkeit unendlich hoch ist. Natürlich bis zu einem gewissen Grad. Aber es kann nicht unendlich kalt werden. Der kälteste Punkt, oder die kälteste Temperatur ist minus 273 Grad oder 0 Kelvin. Und das deswegen, in dem Moment passiert, ist es minus 273 Grad, wenn die Atome stillstehen. So, das heißt, wenn genug Energie angewandt wird, wie in der Sonne, dann bewegen sich die Atomkerne so schnell, dass sie aufeinander stoßen und verschmelzen. Das nennt man Kernfusion, anders als Kernspaltung, wo die Atome auseinandergezogen werden. Das heißt, durch diesen enormen Druck verschmelzen die Atome, und aus dem Wasserstoffatom wird Helium. Und dieser Vorgang entlädt sozusagen Energie in Form von Licht und Hitze. Wenn Wasserstoff in Helium verwandelt wird, entsteht Hitze und Licht. Imam Sadr sagte, indem etwas in etwas anderes verwandelt wird.
So. Wir heute, die so eine Quelle der Wissenschaft haben, von Imam Sadr alaihi salam, wir hängen hinterher, und zwar der ganzen Welt. Wir hängen der ganzen Welt hinterher. Und das darf natürlich nicht sein. Einer der anderen Gründe, warum, und jetzt, das war jetzt gerade ein bisschen wissenschaftlich, und jetzt so ein bisschen ma'nawi, also etwas Mentales. Einer der Gründe, warum wir die Natur und die Schöpfung studieren sollten, ist folgendes. Der erste Vers im Koran ist, die erste Sura im Koran ist Sura Al-Fatiha. Die ersten zwei Verse sind Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim ist selbstverständlich natürlich auch ein Vers. Und es ist anzunehmen, dass im Koran gibt es 114 Mal Bismillahirrahmanirrahim am Anfang von 113 Suren. Nur die Sure At-Tauba, also die Sure Tauba, hat kein Bismillah am Anfang. Aber in Sura, glaube ich, ein Name ist das. Da gibt es zwei, wo der Prophet Suleiman, also Salomon, einen Brief an die Königin von Saba schickt und die Königin liest und sagt, dieser Brief ist wahrlich von Salomon und es ist wahrlich mit Bismillahirrahmanirrahim. Das heißt, er taucht Bismillah zweimal. So, es ist anzunehmen, dass Bismillahirrahmanirrahim am Anfang jeder Sure eine andere Bedeutung hat. Es ist falsch anzunehmen, also es ist naiv anzunehmen, würde ich sagen. Ich kann es natürlich nicht jetzt 100% bestätigen, denn sämtliche Tafsir, also sämtliche Interpretationen des Korans sind nur Vermutungen. Es gibt sicherere und es gibt unsicherere. Aber es ist anzunehmen, dass Bismillahirrahmanirrahim am Anfang jeder Sure eine andere Bedeutung hat. Am Anfang dieser Sure ist es anzunehmen, dass das Wort B im Arabischen heißt mit, es ist Instrumentales, das heißt, es ist mit oder durch. Bismillahirrahmanirrahim ist nicht im Namen Gottes, des Barmherzigen, es ist mit dem Namen oder durch den Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, also durch den Namen, mit dem Namen. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mit dem Namen Gottes gebührt alles Lobpreisung Gott, dem Herrn der Welten. Was heißt dieses? Was heißt das? Mit diesem Namen, mit dem Namen Gottes, gebührt aller Preis Gott, dem Herrn der Welt. Was ist der Name erstmal? Wenn man ursprünglich denkt, und das ist nämlich der Koran spricht sehr ursprünglich, nicht, der Koran spricht nicht in einer Sprache, die beeinflusst ist durch gesellschaftliche Normen oder gesellschaftliche Strukturen, die von Zeit zu Zeit sich verändern, sondern der Koran spricht sehr ursprünglich. Und dadurch, was ist der Name? Name, der Mensch, als der Mensch anfing, Dingen Namen zu geben, dann ging der Mensch so vor, dass er jedem Ding, jedem Menschen, jeder Person, jedem Objekt nach seiner Eigenschaft einen Namen gegeben hat. Und Eigenschaften sozusagen identifizieren oder bezeichnen etwas oder jemanden. Bezeichnen, das Wort Zeichen steckt drin. Ein Zeichen von etwas ist gleichzeitig seine Eigenschaft und man kann das mit dem Wort Name, mit dem Namen gleichsetzen. Alles im Universum ist ein Beweis für die Existenz Gottes. Alles. Alle Objekte. Alle Gefühle. Alle Perspektiven. Ich sitze hier, ich sehe von hier aus dieses Bild. Das ist ein Geschöpf. Das Bild. Er sitzt gerade hier, er sieht ein anderes Bild, nämlich mich und Redwan. Das ist auch ein Geschöpf, ein anderes Geschöpf, nämlich ein anderes Bild. Sein Bild ist ein anderes. Ich tauche in seinem Bild auf, wenn er nach rechts guckt. Aber in meinem Bild tauche ich nicht auf. Da taucht er auf, was in seinem Bild wiederum nicht auftritt. Das heißt, es ist wiederum ein anderes Bild, ein anderes Geschöpf. Bilder, Gefühle, Gedanken, Träume, Objekte, Licht, Gesetze, Verständnisse, Gedanken. Das Fallen von diesem Schreiber, all dies sind Geschöpfe. Man soll nicht denken, das ist ein Geschöpf, das Fallen an sich ist ein Vorgang, ist kein Geschöpf. Das ist auch ein Geschöpf, es muss erstmal existieren, das Fallen existiert. Das heißt, alles ist ein Geschöpf Gottes und alles ist ein Zeichen Gottes, alles bezeichnet Gott, alles ist ein Name Gottes, alles ist eine Erscheinung, der Name ist eine Erscheinung. Alles ist eine Erscheinung Gottes.
Alhamdulillah Rabbil Alamin heißt übersetzt Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das bedeutet alles Hamd. Hamd ist die Lobpreisung. Lobpreisung bedeutet nicht nur das Ausgesprochene, wenn ich sage, das sieht aber gut aus oder das ist aber schön oder das ist aber toll. Lobpreisung an sich ist nicht nur ausgesprochen. Wenn ich das nicht ausspreche, dann widerspiegelt sich das darin, dass es mir einfach gefällt. Das Gefallenfinden ist eine Lobpreisung, eine innere. Das bedeutet, wir denken im Prinzip nur, ein Essen schmeckt gut. Wir denken, ein Geruch, ein Duft riecht gut. Wir denken, dass wir einen Duft mögen, dass wir Gefallen an Düften haben. Wir denken, dass wir Gefallen an leckerem Essen haben. Wir denken, dass wir Gefallen an unseren Frauen haben oder an unseren Männern oder an unseren Kindern. Wir denken, dass das Lächeln eines Kindes oder einer Mutter schön ist. Wir denken, dass wir Gefallen daran haben. In Wahrheit haben wir Gefallen an Gott, weil das die Erscheinung Gottes ist. Alles ist eine Erscheinung Gottes aus einem Winkel. Das ist die Erscheinung Gottes aus einem Winkel. Das ist die Erscheinung Gottes aus einem anderen Winkel. Das heißt, es ist alles schön. Es muss man aus dem richtigen Blickwinkel sehen. Jetzt ist die Frage, Mist oder Kot. Ist das auch schön? Es ist ein Geschöpf. Ja, es ist schön. Aus unserer unvollkommenen Sicht ist es vielleicht etwas Dreckiges, etwas Stinkendes. Aber aus der Sicht eines Mistkäfers ist es wiederum schön. Das heißt, wenn wir den Blickwinkel wechseln, dann wird alles schön. Dann ist alles die Erscheinung Gottes und nichts ist was anderes als Erscheinung Gottes, dann ist alles schön. Die Sünde oder Haram oder was verwerflich ist, ist nur, wenn man diese Erscheinungen missbraucht. Wenn man etwas, was Gottes Erscheinung ist, missbraucht, erst dann wird es schlimm. Ansonsten ist alles, wenn es normal gebraucht wird, die Erscheinung Gottes, alles. Sobald wir anfangen zu sprechen, Erscheinung Gottes. Sobald wir atmen, Erscheinung Gottes. Regen ist Erscheinung Gottes. Dass ich hier rede, ist Erscheinung Gottes. Ich bin eine Erscheinung Gottes. Jeder von euch ist eine Erscheinung Gottes. Wir sind alle Erscheinung Gottes. Wenn man eine hübsche Frau sieht, ist eine Erscheinung Gottes. Dann sollte man Alhamdulillah Rabbil Alamin sagen. Das heißt, wir haben keine andere Chance, außer Gott zu preisen. Denn alles, was uns gefällt, ist die Erscheinung Gottes. Wir haben keine andere Wahl, wir haben keine andere Chance, als ihn zu preisen. Alles, was uns gefällt, ist eine innere Preisung. Das heißt, wir haben keine andere Chance, außer ihn zu preisen. Deswegen, alles Preis gebührt Gott, dem Herrn der Welt. Da hat man keine andere Chance. Und deswegen, weil alles eben der Erscheinung Gottes ist, sollte man anfangen, diese Erscheinungen auch zu studieren. Denn dann offenbart sich die wahre Wahrheit hinter dieser ganzen Sache und das ist nämlich Gott. Das ist die Erfahrung Gottes, die Erkennung Gottes kann nur dadurch entstehen oder hauptsächlich dadurch entstehen, indem man seine Asma, denn Gott sagt selbst im Koran, denkt nicht über meinen Sort nach, über mein Wesen, sondern über meine Asma, über meine Namen und über seine Herrlichkeit bzw. seine Macht. Und das widerspiegelt sich in seinen Geschöpfen. Das heißt, wenn wir seine Geschöpfe, diese Schöpfung studieren, dann erkennen wir Gott. Und einer der großen Aspekte von Mahdawiyya ist, dass wir uns mit der Schöpfung an sich beschäftigen und das geht eben durch die Naturwissenschaften. Es ist ein Aspekt. Es gibt noch andere Aspekte. Wie gesagt, und gerade wir als Schiiten sind mehr oder weniger dazu verpflichtet, die Führung im Bereich der Wissenschaften zu übernehmen, denn es gibt drei Probleme bei uns, die uns in den letzten Jahrhunderten nicht sozusagen richtig voranschreiten lassen haben. Das sind drei Punkte. Das erste ist Estimar. Estimar kann man sozusagen übersetzen mit, wenn man das, so wie sich das manifestiert hat, im Kolonialismus sozusagen, indem man andere sozusagen unterdrückt. Wenn ich das richtig übersetzt habe jetzt. Kann sein, dass es eine bessere Übersetzung gibt, kann auch sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall,
und Estesmar. Estesmar würde ich übersetzen mit Ausbeutung. Aber was wichtiger ist, ist Estehmar. Estehmar kommt von dem arabischen Wort Hemar, also Esel. Estehmar ist eine Methode, die man jahrhundertelang angewandt hat, speziell gegen die Muslime, aber auch gegen andere. Und zwar hat man sie verdümmt. Estehmar kann man gut mit Verdümmung übersetzen. Verdümmung entsteht durch Mangel an Wissen und gleichzeitig mit dem Import von Pseudowissenschaften. Wissenschaften, die keine Wissenschaften sind, sondern nur präsentiert werden als Wissenschaften. Man hat damit schon früh angefangen, die Abbasiden haben schon früh angefangen damit. Man hat damals damit Imam Sadiqs Wissen, was er sozusagen den Menschen offenbart hat und gezeigt hat und beigebracht hat, man hat versucht, dem entgegenzuwirken, indem man griechisches Wissen, griechische Mythologie, griechische Philosophie importiert hat, um einfach entgegenzuwirken. Und viele von diesen Pseudowissenschaften sind heute immer noch in unseren Kulturen und unserem Verständnis von dem Ding sichtbar. Und dadurch trübt es unsere Sicht auf die Wissenschaft. Und es ist sehr hartnäckig, weil sich das in der Kultur so festgesetzt hat, dass es so hartnäckig geworden ist, dass wenn jemand mit der Wissenschaft kommt, sofort sozusagen mit den alten Bewusstsein entgegnet wird. Also dem wird bitte? Entgegnet, genau. Auf jeden Fall, ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir das machen. Wissenschaft. Das ist ein Aspekt. Es gibt noch andere Aspekte, und zwar, wie die Welt heute überhaupt politisch funktioniert. Und die Weltpolitik aus einer objektiven Sicht. Das ist eine sehr große Sache. Religion, Politik, Wissenschaft. Wenn man diese drei Sachen auf einem hohen Niveau behandelt, dann wird Mahdawiyya sichtbar. Bitte? Dann wird Mahdawiyya verständlich, sichtbar. Denn nichts anderes ist Mahdawiyya. Religion, Mahdawiyya ist alles. Mahdawiyya ist die Gesamtheit. Die Gesamtheit bedeutet Religion, Wissenschaft und was mit beiden zu tun hat, auch die Politik. Denn Politik ist nämlich das, was ist sozusagen das Handwerk, sozusagen das, worauf es ankommt, wenn man die Religion anwenden will. Denn Religion ist nicht nur anzuwenden privat oder in einer Moschee, sondern in einer Gesellschaft. Und dann kommt Politik ins Spiel. Das war jetzt eine Einleitung für Mahdawiyya. Das ist sehr, sehr breit. Das wird vielleicht ein Jahr dauern, vielleicht sogar länger, wenn man alle Aspekte durchgehen will. Und es kann gut sein, dass ich jetzt vieles ausgelassen habe, weil, wie gesagt, ich war unvorbereitet leider. Aber würde ich jetzt gerne zu den Fragen übergehen, falls Fragen sind, dass ich bitte. Linguistik ist sicherlich auch ein Aspekt, weil durch die Linguistik kann man erst richtig verstehen, was ist. Wenn man sich damit beschäftigt, zum Beispiel, was einzelne Wörter bedeuten, dann gehen viele Missverständnisse einfach. Mahdawiyya ist das Prinzip von dem Thema des Imam Mahdi. Objektiv, also ganz schlicht gesehen, ist es sozusagen von der Geburt von Imam Mahdi bis seiner Erscheinung. Aber im eigentlichen Sinne ist es von dem Beginn, also ab dem Anfang der Schöpfung bis zu seiner Rückkehr, wo die Schöpfung quasi vollendet wird, wo das Gesetz Gottes, das Prinzip Gottes, die absolute Freiheit, keine Armut, keine Kriege, keine Unterschiede, keine Krankheiten, keine Probleme, keine Arbeitslosigkeit. Es wird kein einziges Problem, es wird niemand auf der Welt existieren, der auch nur ein einziges Problem haben könnte. Wenn mir irgendjemand ein Beispiel für irgendein Problem
selbst das kleinste Problem, selbst wenn es Bauchschmerzen ist, wenn mir irgendjemand ein einziges Problem nennen kann, was nach der Regierung, also nachdem Imam Mahdi erschienen ist und die Vollendung gebracht hat, wenn mir irgendjemand ein Beispiel für irgendein Problem, was irgendjemand irgendwo auf der Welt haben könnte, es ist unmöglich. Es gibt kein Problem. Warum? Gehen wir mal davon aus, was könnte ein Problem sein? Ein Problem könnte ein Unfall sein. Jemand hat einen Autounfall und verliert ein Bein. Das könnte ein Problem sein. Das würde nicht passieren. Imam Mahdi wird die Wissenschaft vervollständigen, Dankeschön, so vervollständigen, dass nahezu, dass sozusagen fehlerfreie Computersysteme, und Imam Mahdi weiß, wie es geht, denn es gibt Hadithe vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die Wissenschaft hat 27 Episoden. Bis Imam Mahdi kommt, wird die Menschheit 2 Episoden von alleine herausgefunden haben, also erforscht haben, 2 Teile. Imam Mahdi wird die restlichen 25 bringen, und das bedeutet, dass die Wissenschaft vervollständigt wird, und dadurch werden sozusagen Sicherheitssysteme in Autos und Verkehrsmittel verbaut werden, sodass es niemals zu einem Unfall kommen kann. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel könnte sein, dass ein Mensch mit einem unvollkommenen Körper geboren wird. Das könnte ein Problem sein. Zum Beispiel, er ist in irgendeiner Form behindert. Eine Behinderung. Das kann nicht passieren. Denn schon jetzt wissen wir und schon jetzt ist es möglich, durch Korrekturen im Genstrang, sozusagen in der Genetik, dass man sämtliche körperlichen Abweichungen vom normalen Körper korrigieren kann. Und wenn Imam Mahdi kommt, wird es sowieso möglich sein. Dass es nie wieder irgendwo irgendeinen Menschen geben kann, der mit einer Behinderung auf die Welt kommt. Denn das wird schon präventiv im Bauch der Mutter schon vorgebeugt werden. Es gibt kein einziges Problem. Es gibt kein einziges Problem. Es wird nirgendwo ein Problem geben können, denn alles wird lösbar sein. Wenn alles lösbar sein wird, wird auch keine Probleme entstehen. Deswegen hat der Prophet gesagt, es ist eine Farajikoli, es ist eine gesamte Lösung. Es wird eine Gesamtlösung sein für alle. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat vorausgesagt, dass es keinen Menschen geben wird mit einem Problem. Gibt's nicht. Mahdawiyat sollte so behandelt werden. So sieht's aus.